Herzlich willkommen zu unserem Lernvideo. Heute lernt ihr etwas über die Taliban kennen. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Viel Spaß mit dem Video. Wer sind die Taliban? Die Taliban, auch Taliban, sind eine im September 1994 gegründete theobandische islamistische Terrorgruppe, die vom September 1996 bis Oktober 2001 erstmal große Teile Afghanistans beherrschte und seit August 2021 wieder die Kontrolle im Land hält. Sie entstanden Ende der 1980er an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan als bewaffnete Gruppe, zu einer Zeit, in der Afghanistan unter sowjetischer Besatzung war, 1979 und 1989, und sammelte Pashtunen, ethnische Mehrheit der afghanischen Bevölkerung, die gegen sowjetische Besatzung Afghanistan kämpften. Was machen die Taliban in Afghanistan? Die Taliban richten gezielt Anschläge gegen die afghanische Zivilbevölkerung. Seit über 25 Jahren versuchen sie mit den Terroranschlägen an die Macht Afghanistans zu kommen. Leider sind viele Menschen durch diese Anschläge gestorben. Was ist das Ziel der Taliban? Das Ziel ist die Einrichtung eines islamischen Emirates Afghanistan. Staat und Gesellschaft sollen sich streng an der Schahira ausrichten, einer Sammlung von religiösen Gesetzen, die angeblich auf dem Koran beruhen. Was ist die Schahira? Die islamische Theologie betrachtet die Schahira als vollkommene Ordnung göttlicher Autorität, die jeder Gesellschaft Frieden bringt, von Gott selbst geschaffen und deshalb nicht veränderbar ist. Wie sieht die Flagge der Taliban aus? So sieht die Flagge der Taliban aus. Auf der Flagge steht: Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Wie ist die Situation gerade in Afghanistan? Die Übernahme Afghanistan durch die Taliban im August 2021 hat tausende Afghaner, Afghanerinnen zur Flucht veranlasst. Viele Menschen versuchen in ein sicheres Land zu flüchten, wo ihnen Sicherheit, Rechte, Arbeit und Bildung verspricht. Zahlreiche Familien, insbesondere diejenigen, die befürchten, nicht mehr arbeiten oder studieren zu können, haben ebenfalls vor, aus dem Land zu fliehen. Wie geht es mit den Taliban weiter? Nachdem die Taliban die Macht über Afghanistan übernommen haben, erklärten sie die Machtübernahme an der ganzen Welt. Sie haben eine Organisation für die ersten Schritte in der Regierung gebildet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hoffe, ihr konntet etwas über die Taliban lernen. Vielen Dank fürs Zuschauen.